Wer bekommt sein Album als erster voll? Der Bundestrainer muss natürlich auch mit rein. Es ist ein besonderer Wettkampf zwischen Benedikt Doll und Simon Schemp. Aber ich mache nochmal eine neue Tüte auf. Das ist das beste Bild vom Erik, die ganze Saison. Aber du hast die Laura und ich nicht. Ja, nee, so müssen wir ja tauschen. In dem Alter. Gold haben beide schon gewonnen bei dieser WM. Benedikt Doll im Sprint und Simon Schemp in der Mixed-Staffel. Alleine hat es für Schemp noch nicht zur WM-Medaille gereicht. Im Einzel will er sie endlich holen. Er ist sehr schießlastig. Also ich denke, dass er, wenn man mehr wie einen Fehler schießt, dass man dann wirklich einen außergewöhnlich guten Tag braucht, um wirklich dann um die Medaillen mitzukämpfen. Aber es ist natürlich eine nächste Möglichkeit. Aber Simon ist ein bisschen schräg. Aber bei einem Einzelrennen standen die beiden Klebebildsammler in dieser Saison noch nicht auf dem Podest. Petit Gérard. Aber Benedikt Doll hat ja schon im Sprint beim Schießen überzeugt. Vielleicht klappt das im Einzel ja nochmal. Der Einzel ist ja grundsätzlich ein Rennen, wo es immer mal eher eine Überraschung gibt. Weil da das Schießen einfach so stark bewertet wird, kann auch mal jemand, der vielleicht im Lauf nicht so stark ist, ganz nach vorne kommen. Favoriten gibt es trotzdem. Die Norweger sind hier bei der WM noch ohne Titel. Ja. Schipu hätte ich auch noch im Angebot. Anton Schipulin, der Einzelsieger von Antols, ist gemeint. Mach schon Erik. Und dann ist da natürlich noch der Goldmedaillengewinner der vergangenen drei Weltmeisterschaften. Martin Fourcade, Verfolgungssieger und Biathlon-Überflieger. Alles andere als ein Sieg des Franzosen auch im Einzel wäre eine Überraschung. Ja, mit Sicherheit, wenn man auch den Verfolgungswettkampf gesehen hat. Er ist unheimlich laufstark momentan auch wieder. Und ihn gilt zu schlagen, er ist enorm treffsicher. Wenn man mal den Sprintwettkampf vielleicht außen vor nimmt, hat er eine enorm hohe Trefferquote. So wie Schemp und sehr Doll schön. Im Klebebildchen-Duell. Jetzt brauche ich nur noch mich. Beide Alben sind beinahe voll geworden. Oh, Kriegsschnitt, das nehme ich.